habe solche Angst. Ich werde bald sterben und das in 15 Minuten. Nadine! Oh, hey, Mary, hatte gerade nicht das Handy. Ich bin gerade im Bus, brauche wahrscheinlich 10 bis 20 Minuten. Aber bleib stark, du schaffst das. Ich glaube an dich. Mist, aber danke, bitte, bitte sei schnell, ich brauche dich. Mary hatte ihr ganzes Leben noch nie solche Angst. Ihr Leben war immer ganz normal, bis das hier passierte. Mary, habe keine Angst. Versteck dich einfach oder geh aus dem Haus und renn weg. Du kennst ja unser Geheimversteck. Versteck dich doch einfach mal dort. Da bekommen sie dich bestimmt nicht. Oder geh einfach am besten aus dem Haus raus. Du kannst ja reden. Denkst, das wäre alles so einfach. Immer muss ich alles alleine schaffen. Das war ja auch nicht so gemeint. Und ich möchte dir ja helfen, aber wie soll ich das machen? Ich bin im Bus und ich kann dir höchstens nur schreiben, was du tun kannst. Aber du schätzt ja nie etwas. Wenn das so ist... Tut mir leid. Ich kann dich ja verstehen. Aber für mich ist es doch auch nicht so einfach. Mir tut es auch leid. Eigentlich von mir? Warum ausgerechnet ich? Weil wir dich leiden sehen wollen. Wenn die arme Mary nur wüsste, vielleicht steckte ein Geheimnis dahinter oder ein Fluch. Ihr werdet mich nicht finden. Doch. Das mit links. Wir kriegen ihn und besonders dich. Aber was, wenn nicht? Was, wenn ich die Erste bin, die es schafft und euch entkommt? Was ist, wenn ich euch finde? Was ist, wenn ich gewinne? Sie denkt doch nur, dass sie so die Biester verschreckt, ihnen Angst einjagen kann. Aber natürlich nicht. Wie süß. Mary, das wird nicht sein. Träume nicht. Damit hat Mary wohl nicht gerechnet. Mary, ich glaube, es wird noch etwas länger dauern, bis ich da bin. Nein, bitte nicht. Ja, es tut mir leid, der Bus hat ernste Probleme. Was für Probleme? Meine Probleme sind doch viel schlimmer. Mein Schwesterherz, ich brauche dich. Wenig Benzin, ich weiß es doch selbst nicht so genau. Jedenfalls ist er sehr langsam und fährt seltsam. Ich kann nichts dafür. Sie hatten recht. Mary fühlt sich verarscht und nutzlos. Sie braucht ihre Schwester dringend. Aber natürlich ist Nadine nicht bei ihr, hat selbst Probleme und es ist ja egal, wenn Mary in der Klemme steckt. Wie meinst du das? Wer hatte recht? Bla 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 bla, du bist immer die gleiche. Immer bist du wichtiger, du und deine Probleme. Schaust doch auch nur auf dich. Was redest du da, Mary? Und jetzt sag schon. Die Kreaturen hatten recht, auf dich kann man sich nicht verlassen. Aus, Ende, Punkt. Mary, was ist los mit dir? Was mit mir los ist? Was ist mit dir los? Hör auf, ich möchte jetzt nicht wieder streiten. Wir haben ein ernsteres Problem. Aha.
Mann, gib mir doch noch eine Chance. Es geht ja auch um dich und ich versuche ja alles, um dir zu helfen, um dich zu beschützen. Na gut, aber die letzte. Ja, und jetzt konzentrier dich. Lauf weg. Wohl sicher in ihrem Versteck ist? Ob sie die Kreaturen hier finden? Tausende Fragen gehen durch Marys Kopf. Ob sie lieber wegrennen soll? Raus aus dem Haus? Ob das vielleicht besser wäre? Sie weiß es nicht. Bis sie sich entscheidet fürs Hierbleiben. Sucht mich doch! Das wird ein Kinderspiel. Hörst du das, Mary? Nein, ich höre nichts. Und das? Jetzt ist es deutlich zu hören. Es ist ein grausiges Geräusch. Ein angsteinflößendes. Hörst du? Ja, bitte lass das. Aber nein, natürlich lassen sie es nicht, sondern sie fangen erst richtig an. Und es sind tausende Geräusche zu hören. Hilfe! Schreie, Gelächter, Schritte. Es wird lauter und lauter und grausamer und grausamer. Warum macht ihr das? Weil wir dich so viel besser finden. Stimmt doch gar nicht. Doch, Mary, so gibst du viel leichter auf und kommst raus. Und so schreist du, so dass wir dich hören können und dich viel leichter suchen können. Es hört einfach nicht auf. Arme, kleine, unschuldige Mary. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht steckt dahinter doch mehr. Mehr, was man nicht wissen möchte. Vielleicht ein düsteres, grausames Geheimnis. Man weiß es nicht. Halte durch, Schwesterherz. Ich werde kommen. Nein, Nadine, einfach nur nein. Du kannst dir das nicht vorstellen. Sie sind hier. Es ist so grausam. Ich muss weinen. Du schaffst das. Ich werde dir dann helfen. Ich werde sie ablenken. Ich werde dich retten, so dass du überlebst. Danke. Nadine, Entschuldigung wegen vorhin, wo ich so ungerecht zu dir war. Ich habe mich getäuscht. Ach, halb so wild. Die Hauptsache ist, dass du überlebst und dir nichts passiert. Mary möchte aber so gerne aufgeben. Sie kann einfach nicht mehr. Sie ist einfach fertig. Aber genau das wollen diese Kreaturen ja erreichen. Also kämpft sie weiter, mit letzter Kraft, so dass sie vielleicht eine Chance hätte, zu überleben.